Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir dir, wie man eine Decke mit Malervlies tapeziert. In unserem Fall handelt es sich um eine Gipskartondecke. Diese haben wir zuvor in Qualitätsstufe 2 gespachtelt, geschliffen und mit Tiefgrund grundiert. Aber warum kleben wir überhaupt Malervlies auf Gipskarton? Das Malervlies sorgt für eine glatte, gleichmäßige Oberfläche und überbrückt kleine Risse. Zudem schützt es den Gipskarton vor mechanischen Beschädigungen und reguliert die Feuchtigkeitsaufnahme. Malervlies erhöht also nicht nur die Ästhetik der Decke, sondern auch ihre Funktionalität und Langlebigkeit. Nun aber zum Tapezieren. Zuerst wird der Raum ausgemessen. Dies kann entweder mit einem Laserentfernungsmesser oder mit einem Zollstock geschehen. Malervlies ist in verschiedenen Breiten erhältlich. Die Standardbreiten sind 53 und 70 cm. Wenn du die Decke alleine tapezierst, wähle die schmalere Rolle. Das geht leichter und du bist letztlich genauso schnell. Wie viele Tapetenbahnen du brauchst, kannst du ganz einfach mit der Tapetenrolle an der Wand ermitteln. Markiere nun an der Decke die erste Bahn mit einer Breite von 50 cm. Das ist die Fläche, die du mit dem Fließkleber einstreichen musst. Die fehlenden 3 cm sind Zugabe, falls die Wand schief ist. Alle anderen Bahnen markierst du in ihrer Originalbreite, das heißt im Abstand von 53 cm. Ob du entlang der langen oder der kurzen Seite des Raumes tapezierst, bleibt dir überlassen. Fakt ist, je kürzer die Bahn, desto einfacher sind sie zu kleben. Befindet sich jedoch an einer Seite des Raumes ein Fenster, solltest du in Richtung des einfallenden Lichtes tapezieren. Dann fallen die Stöße weniger auf. Beim Zuschneiden der Bahnen gib ungefähr 10 cm Verschnitt als Zugabe. Kleiner Tipp für besonders lange Bahnen: Stelle den Tapeziertisch vor eine Wand und übertrage mit einem Laserentfernungsmesser die Länge. Nun können die Bahnen auf Länge geschnitten werden. Malervlies ist robust. Du kannst dafür ein Abreißblech verwenden. Auf diese Art und Weise kannst du nun alle benötigten Bahnen zuschneiden. Achte auf Fabrikationsfehler wie Risse oder Knicke, vor allem im Randbereich. Wenn möglich, dann sortiere solche Bahnen aus. Denn solche Fehler im Vlies sind oft auch noch nach dem Streichen zu sehen. Einige Hersteller drucken auf ihre Malervliese einen Hinweis, welche Seite geklebt werden muss. Das erleichtert die Arbeit und schafft Sicherheit. Nun zum Werkzeug, das du brauchst, um Malervlies zu kleben. Einen Andrückspachtel, einen breiten Stielspachtel, eine Andrückrolle und einen Kantenroller aus Gummi, eine Tapezierbürste, einen Laserentfernungsmesser, Zollstock, Bleistift, Cuttermesser und ein Abreißblech. Vor dem Aufbringen des Fließklebers empfiehlt es sich, den Kleber noch einmal umzurühren. Wie man den Kleber richtig anrührt, zeigen wir in einem weiteren Video. Ist der Kleber zu dickflüssig, kannst du ihn noch mit etwas Wasser verdünnen. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn der Kleister gleichmäßig vom Rührholz fließt. Nun kann die vorher markierte Fläche mit Fließkleber eingestrichen werden. Kleiner Tipp: Befeuchte die Lammfellrollen mit Wasser, damit der Kleber nicht auftrocknet. Trage den Kleber gleichmäßig und satt auf. Spare nicht mit Material, du wirst erstaunt sein, wie begierig das Vlies den Kleber aufsaugt. Kleistere immer nur eine Bahnenbreite ein. Andernfalls trocknet der Kleber zu schnell an. Für den Randbereich verwende eine kleine Walze. Die Ecken kannst du mit dem Heizkörperpinsel einstreichen. Wenn die Fläche gleichmäßig eingekleistert ist, kann man die erste Bahn in den Kleber einbetten. Achte darauf, dass das Vlies möglichst nicht geknickt wird. Mit einer Tapezierbürste kannst du das Vlies anbringen. Noch lässt es sich gut verschieben. Anschließend drückst du es mit einem Tapezierspachtel und einer Gummiwalze fest ins Klebebett. Mit dem Cuttermesser und dem Tapezierspachtel schneidet man das überstehende Vlies ab. In Ecken ist eine Tapezierschere nützlich. Beim Entfernen des Randstreifens sollte das Abreißblech mitgeführt werden, um ein unbeabsichtigtes Einreißen des Vlieses zu vermeiden. Überarbeite die Fläche ruhig noch einmal mit der Gummiwalze. Jetzt folgt die zweite Bahn. Zuerst streicht man die Decke, wie gehabt, mit Kleber ein.
Anschließend wird das Vlies auf Stoß, keinesfalls überlappend, entlang der ersten Bahn verklebt. Einige Fachleute arbeiten mit dem sogenannten doppelten Schnitt. Sie kleben die Vliesbahnen ca. 5 cm überlappend und schneiden dann beide Bahnen mit einem Cuttermesser durch. So entsteht theoretisch ein sauberer Stoß. Das Problem: Wer zu tief schneidet, verletzt die Pappschicht des Gipskartons. Im schlimmsten Fall klafft dann die Kante auf und man muss diese Stellen nachträglich sanieren. Wir wählen daher den konventionellen Weg und kleben auf Stoß. Überschüssigen Kleber an der Naht kann man vorsichtig mit einem feuchten Schwamm entfernen. Zusätzlich lässt sich der Stoß mit dem Naht- oder Kantenroller festdrücken. Alternativ kann der Kleber natürlich auch mit einer Lammfellrolle und einem Teleskopstab vom Boden aus aufgetragen werden. Auch hier gilt: Den Kleber gleichmäßig und satt auftragen. So arbeitet man sich Stoß für Stoß und Bahn für Bahn vorwärts. Kleine Klebstoffblasen sind beim Tapezieren übrigens unvermeidlich, aber keine Sorge, sie verschwinden nach dem Trocknen vollständig. Vorausgesetzt, man lässt das Vlies nach dem Kleben langsam trocknen. Dann kann das im Kleber enthaltene Wasser verdunsten und die Blasen glätten sich. Zugluft auf der Baustelle ist daher unbedingt zu vermeiden. Die letzte Vliesbahn muss in der Regel zugeschnitten werden. Man misst die benötigte Breite und gibt ca. 5 cm Verschnitt dazu. Das Maß wird grob auf das Vlies übertragen. Nun kann die Bahn der Länge nach abgeschnitten werden. Entweder mit dem Abreißblech, einem Cuttermesser oder, wie hier zu sehen, mit einer Tapezierschere. Malervlies ist sehr robust und lässt sich hervorragend verarbeiten. Mit dem Cuttermesser wird auch die letzte Bahn in der Ecke oder an der Kante abgeschnitten. Perfekt! Jetzt weißt du, wie man eine Decke mit Malervlies tapeziert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Video.